Letztens fragte mich jemand, wie denn meine Traumfrau aussieht. Und ich fragte mich daraufhin, ob es die überhaupt gibt. Diese Person, die meine Erwartungen vollends erfüllt. Diese noch schleierhafte Vorstellung, die sich wahrscheinlich dann doch irgendwann enthüllt. Mit braunem, welligen Haar, mit tiefgrünen Augen, mit einem makellosen Gesicht. Jeder lässt sich seines Verstandes berauben und wird so zum ekelhaften Neid verführt. Das große Gesamtpaket, das mein Herz an seiner schwächsten Stelle berührt. Bis zum Mond und wieder zurück, so heißt es doch. Bis zum Mond und wieder zurück. So sei denn auch meine Liebe. Es gäbe kein einziges Stück in dieser Welt, das ich wie ein Kai dazwischen schiebe. Ein endlos erfüllendes Ergebnis, ein Jackpot im Lotto, der mehr Millionen in sich binde, als endlich strahlende Sterne sich im immer weiter ausdehnenden Universum befinden. Mit blondem glatten Haar, mit meeresblauen Augen, mit einem unglaublichen Körper. Jeder lässt sich seines Verstandes berauben und wird so zum ekelhaften Neid verführt. Das große Gesamtpaket, das mein Herz an seiner schwächsten Stelle berührt. Diese Traumfrau, diese Traumperson, dieser Traummensch, der existiert. Und niemand anders kann und wird je an diese Stelle katapultiert. Meine Erwartungen werden erfüllt. Meine schleierhafte Vorstellung erhält endlich ein Bild, eine Form, ein Aussehen. Das lasse ich mir keinesfalls entgehen. Mit rotem, lockigen Haar, mit steingrauen Augen, mit unvorstellbar zarter Haut. Jeder lässt sich seines Verstandes berauben und wird so zum ekelhaften Neid verführt. Das große Gesamtpaket, das mein Herz an seiner schwächsten Stelle berührt. Denn ein Leben ohne Traumfrau, das gibt es nicht. Ein Leben ohne Traumperson, das kann es nicht geben. Ein Leben ohne Traummensch, das wird es doch geben. Oder? Letztens fragte mich jemand, wie denn meine Traumfrau aussieht. Und ich fragte mich daraufhin, ob es die überhaupt gibt. Ich suchte nach einem Plan, einer Vorstellung. Und ich fand auch eine Lösung. Die Antwort auf die große Frage. Sie ist einfach. Diese Traumfrau, diese Traumperson, dieser Traummensch, den gibt es nicht. Und doch wird es ihn vielleicht irgendwann geben.